Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten, den wir dankbarerweise von HK Hosting bekommen haben. Link wie immer natürlich in der Beschreibung. So, heute geht's um eine sehr, sehr junge Policy und zwar die sogenannte Referrer Policy oder den Referrer Policy Header. Und diesen Referrer Policy Header, den könnt ihr seit Januar, glaube ich, könnt ihr den benutzen und ist auch eigentlich ziemlich cool, weil man damit angeben kann, ob eine Webseite jetzt rausfinden kann, ob oder von welchem Ziel man eigentlich kommt. Das heißt, wenn ich euch von meiner Webseite auf irgendwas anderes umleite, also sagen wir mal, ihr klickt auf einen Link von mir, zum Beispiel auf einen Amazon-Link oder auf irgendeinen Link, den jemand im Forum gepostet hat, dann muss man natürlich, oder dann will manchmal die Website wissen, wo kommen denn die Leute her. Zum Beispiel sagen wir mal, wenn ihr auf eurer Website Werbung habt, dann ist es wichtig, rauszufinden, woher denn dieserjenige, also sagen wir mal, ich klicke bei euch auf eurer Webseite auf Werbung drauf. Dann ist es wichtig, dass derjenige, dessen Werbung da steht, weiß, dass ich von eurer Seite komme, denn sonst kriegt ihr kein Geld. Und das wäre natürlich schlecht für euch und für denjenigen mit der Werbung auch, weil ihr ihn dann früher oder später verklagen würdet oder seine Werbung nicht mehr angezeigt wird. Und deswegen gibt es eben solche Referrer. Aber je nachdem, manchmal macht es auch durchaus Sinn, eben den Referrer auszuschalten. Und genau diese Informationen, vor allem wenn sensible Informationen im Header stehen, dann sollten die natürlich nicht irgendwie unverschlüsselt auf einmal möglich sein, irgendwie zu übertragen. Und deswegen gibt es eben diese Add-Header-Policy. Und die nennt sich Referrer-Policy. So. Und hier könnt ihr dann natürlich eintragen, was ihr haben wollt. Zum einen gibt es da den No-Referrer. Das wäre derjenige, der wirklich, da wird niemals angegeben, da wird niemals angegeben, was jetzt hier oder von welcher Webseite man kommt. Sprich, wenn ihr jetzt irgendwann auf einen Link von mir klickt, dann steht da einfach nichts drin, also wo ihr herkommt, nichts. Kann man machen. Ist natürlich aber nicht immer so sinnvoll, wie ich gerade schon erklärt habe. Zum Beispiel ist es natürlich auch wichtig für euch, dass ihr wisst, oh, die Leute kommen von YouTube, von Twitter oder wo auch immer her. So, dann gibt es aber immer noch andere Optionen. Und zwar No Referrer When Downgrade. Und das ist ziemlich nützlich, weil, ja, dann wird eben sozusagen, wenn ich von HTTPS, also meine Seite ist natürlich komplett in HTTPS, wenn ich dann auf eine HTTP-Seite verlinke, dann wird kein Referrer mehr angegeben, sprich eure Information wird versteckt. Wenn ich aber von HTTP auf HTTP oder auf HTTPS gehe, also wenn eure Webseite, ich mal das ganz kurz mal hin. Also ihr habt eine HTTP-Webseite und ihr geht auf irgendwas mit HTTPS, dann ist der Referrer drin, dabei ist er auch drin. Wenn ihr aber von HTTPS auf HTTP geht, dann ist er nicht drin. Das ist aber auch wirklich der einzige Fall, wo der Header einfach nicht drin ist. Und das macht natürlich am meisten Sinn, wenn man vielleicht einfach sensible Informationen oder sowas einfach nicht haben möchte. So, dann gibt's tatsächlich hier auch noch mehr Möglichkeiten. Und zwar, dann haben wir hier den Same Origin. Same-Origin. Same Origin besagt so viel wie, jedes Mal, wenn ihr auf eurer eigenen Webseite verlinkt, dann könnt ihr das Ganze, wird das Ganze beibehalten, also der Referrer wird mitgeschickt. Das heißt so viel wie von https themorphis.de auf https themorphis.de funktioniert das Ganze, da kommt ein Referrer rein. Aber falls ich euch auf irgendeine andere Seite leite, google.com oder sowas, da wird da rausgeschmissen. Oder aber auch von https the-morpheus.de auf http the-morpheus.de, dann schmeißt es den Referrer auch raus. Das heißt wirklich nur, wenn vorne auch dasselbe Protokoll verwendet wird, bleibt es drin. Dann gibt es auch noch ein paar Sachen, die euren Referrer sogar abwandeln können. Und das wäre zum einen mal Origin. Das sagt dann nicht, okay, derjenige kommt von the-morpheus.de/forum oder /wiki oder sowas, sondern es sagt einfach, derjenige kommt von the-morpheus.de. Punkt. Immer. Aber der Referrer ist immer drin, auch wenn ihr von HTTPS auf HTTP geht. Achtung hierbei. Das bedeutet nämlich auch so viel wie sensible Informationen oder sowas werden einfach auch mit überliefert. Das wäre sozusagen, der Referrer wird zwar verändert, aber er bleibt immer drin. Anders ist es dabei, wenn ihr Strict Origin nehmt, Strict-Origin. Dabei wird dann wiederum gesagt, das ist im Prinzip genau das mit dem Downgrade. Wenn ihr
von HTTPS auf HTTP geht, dann wiederum wird alles entfernt. Das heißt, kein Referrer drin, also null im Endeffekt. Aber wenn ihr von HTTP auf HTTPS geht oder von HTTP auf HTTP oder von HTTPS auf HTTPS, dann wird der Referrer angegeben, und zwar, es wird der kurze Referrer angegeben, also nicht the-morpheus.de/wiki, sondern einfach nur the-morpheus.de. Okay. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere, die ich euch nicht empfehlen würde und deswegen auch gar nicht vorstelle. Die könnt ihr euch gerne im NFC-Standard selber durchlesen. Es gibt noch Origin When Cross Origin, würde ich nicht machen. Es gibt Strict Origin When Cross Origin und es gibt Unsafe URL. Unsafe URL ist sozusagen der Standard, aber es gibt euch schon das Gefühl, nicht so geil. Dann während Origin When Cross Origin ist auch nicht so gut, da würde ich dann eher Strict Origin When Cross Origin nehmen. Das ist dann im Endeffekt genau gleich wie Strict Origin. Gut, dann schauen wir uns noch kurz Strict Origin When Cross Origin an. So, Strict Origin When Cross Origin. Das bedeutet so viel wie, wenn ich von the-morpheus.de auf google.com gehe, dann wird nur der kurze reingetan. Das heißt, der kurze bedeutet, stopp, ja, da sollte ich vielleicht noch mehr Informationen reinpacken. Sagen wir, von Wiki aus wird auf Google verwiesen. Dann wird hier nur the-morpheus.de reingetan. Also das heißt, Google erfährt nicht, er kommt von Wiki, sondern er kommt nur von the-morpheus.de. Während, wenn ich auf irgendwas mit the-morpheus.de zugreife, dann wiederum wird der vollständige Header übertragen, sprich inklusive Wiki. Und ja, dann haben wir keine Unterscheidung, also bei dem normalen Origin When Cross Origin haben wir keine Unterscheidung, aber wenn wir Strict Origin When Cross Origin, also das hier, was ich hier oben angegeben habe, wenn wir das nutzen, dann ist es sinnvoll, und zwar wenn wir dann nämlich von HTTPS auf HTTP gehen, dann wird immer der Referrer rausgeschmissen. Ansonsten bleibt er drin, so wie ich es gerade eben erklärt habe. Gut, das ist jetzt relativ heftig. Ich weiß jetzt nicht genau, was für euch da am besten passt. Unsafe URL würde ich sowieso nie benutzen. Das ist im Endeffekt genau das, was der Standard ist. Das ist immer vorhanden. Also das heißt, die komplette URL wird immer übermittelt, auch bei HTTP-Seiten. Und deswegen ist es eigentlich schon recht gefährlich. Ich würde euch tatsächlich diesen Strict Origin When Cross Origin empfehlen oder dann Strict Origin oder tatsächlich No Referrer When Downgrade oder überhaupt keinen Referrer reinzutragen. Ja, und so würde ich das tatsächlich auch mal lassen. Ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, aber ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ihr könnt euch da, wie gesagt, die Policy raussuchen, die für euch am besten ist, und ansonsten könnt ihr einfach sowas hier übernehmen von mir aus. Okay. Ja, das war's tatsächlich. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, an der Stelle möchte ich euch noch referen, Wortwitz, auf meine Webseite, the-morpheus.de. Wer hätte es gedacht? Wir hören uns. Bis dann. Ciao.